Tagchen, ihr Lieben. So, ihr wundert euch vielleicht, warum es heute ein... Oh, was ist mit dir los? Komm, nicht jetzt. Oh, nicht schlapp machen. Ihr wundert euch bestimmt... Ich lasse es einfach so raus. Fantasie muss wieder raus. Warum es heute ein extra Video gibt. Und zwar mache ich mir schon ewig Gedanken zu dem Thema Narzissmus. Ohne, dass ihr jetzt, das ist so wirklich außer der Reihe, ja? Ohne irgendjemand von euch hier angreifen zu wollen. Also ich sage von vornherein, jeder, der das jetzt für sich persönlich nimmt, der sollte hier einfach auch nicht dranbleiben, ja? Und das ist einfach nur eine geistige Frage, die ich noch nie geklärt bekommen habe, weil, ihr wisst ja, die meinen Kanal finden, wissen, dass ich hier Geist und Verstand verbinde, ja, oder verbinden möchte. Nicht nur die geistige Welt, nicht nur die Karten reichen alleine aus, um den Weg zu ebnen, ja. Ansonsten würden wir nur aus dem Geist bestehen. Es hat schon seinen Sinn, warum alles so ist, wie es ist. Warum wir einen Körper besitzen, um uns fortzubewegen und. Da müssen wir jetzt gar nicht drauf reingehen. Meine Frage ist aber, da ich immer sehr empfindlich und auch hier, Achtung, wenn ihr das nicht ertragt, macht einfach aus. Weil vielleicht auch so Sachen kommen, die ich nicht verstehe, ja? Auf der einen Seite verstehe ich Narzissmus, kann ich komplett nachempfinden, wenn Kinder mit narzisstischen Eltern zu tun hatten, weil da kann man, ein Kind kann sich nicht wehren, ja, ein Kind wird entwickelt, wird geprägt durch gestörte narzisstische Züge. So, entweder wird aus diesem Kind auch ein Narzisst oder ein Kind merkt, um Gottes Willen, ja, weil man das verstanden hat, fängt an, sich aufzuarbeiten, sucht gegebenenfalls, weil man ja wirklich beim erkrankten Narzissmus sagt, dass es oftmals auch genetisch vererbbar ist oder eben auch so geprägt in dieser Kindheitsphase, dass die Menschen dort erkennen, ich brauche Hilfe, ja. Ich nehme Züge von meinen Eltern an oder weiß ich nicht, wie sowas abläuft. Die Frage, was ich immer so im Internet sehr schwierig finde, alles so kollektiv, nicht unbedingt auch nur mit den Karten, aber in Beziehung, Narzissmus, narzisstische Beziehung, finde ich extrem schwer, ja? Weil, ich habe es schon mal gesagt, wenn man sich so Videos anguckt und sieht manchmal Kommentare so von Psychologen-Videos und, da denke ich mir bei manchen Kommentaren, was ist denn daran jetzt narzisstisch, ja? Und dann fragt man sich selbst so, sag mal, ist man selbst schon einer, ja? Und ich denke mir, nee, auf diese Schiene brauche ich ja gar nicht gehen, weil A fällt bei mir narzisstisches Umfeld komplett weg, auch von der Kindheit. B habe ich wahrscheinlich als Person ausgeprägte narzisstische oder egoistische Züge. Ohne die übersteht man aber nicht und die lernt man ja auch irgendwann erst an, ja, weil bestimmte Prüfungen oder irgendwelche Situationen sagt man von vornherein, das möchte ich nie wieder erleben, ja. Deswegen, wenn sowas nochmal annähernd auf einen zukommt, Grenze setzen. Und da habe ich in den Kommentaren oftmals gesehen, dass es wirklich Menschen gibt oder besonders auch Frauen, ja, die ihren Partner als Narzissten abgestempelt haben, ich sag's bewusst abgestempelt, weil man keine Aussprache gesucht hat. Meiner war ein Narzisst, hat nicht mit mir kommuniziert, hat keine Aussprache gesucht. Ich hatte auch 20 Jahre Narzissten, ist nur fremdgegangen. Sorry, aber für mich sind es keine Narzissten in dem Moment. Entweder wurde da sehr viel weggelassen, aber dann muss man, glaube ich, auch so einen Kommentar ordentlich schreiben, weil diese Videos, die geguckt haben, ging um eine ganz andere Thematik. Erkrankte Narzissten, ja, die wirklich den anderen psychisch krank gemacht haben, verdreht haben, mit
Ghostlight und hast du nicht gesehen, ja? Also das war wirklich so manipulativ alles und da haben die Kommentare auch oftmals nicht reingepasst, wo ich mir gedacht habe, so krass, da kam mir vor ein paar Jahren wirklich mal der Gedanke, was ist denn, wenn eigentlich die Kommentarschreiber die Narzissten sind, ja? Wie erkennen die das? Das war so, da ist so ein Punkt, vielleicht kriegen viele gar nicht mit, dass sie sich mit dem Thema beschäftigen und selbst die wahren Narzissten sind. Stellt euch das mal vor, ja, das ist so meine Frage. Weil, was passiert denn, und jetzt kommen wir zur eigentlichen Hauptfrage, wo ich euch bitten würde, wie ihr das seht, was passiert denn, wenn zwei Narzissten aufeinandertreffen? Da bin ich ja nicht, ja, was passiert denn da? Hat das jemand schon mal erlebt oder ist jemand unter euch, der psychologisch da so weit ist? Was passiert dann, weil das habe ich irgendwie auch nie gefunden, wenn zwei, hier drei, kann schon nicht mehr zählen, wenn zwei Narzissten aufeinandertreffen, wie wirkt sich denn dann das ganze Spiel aus? Wie, also wenn sich eine Beziehung dann trennt, ich gehe mal jetzt von Freundschaften, Partnerschaften, Familienmitgliedern, was passiert denn mit dem Verlassenen? Wie benimmt der sich denn, wenn der gegangen ist, als Narzissten sieht? Aber was ist, wenn es wirklich beides Narzissten war? Wie läuft da so ein Modell ab, ja? Und deswegen, weil ich manchmal wirklich Kommentare sehe, wo ich mir denke, manchmal habe ich das Gefühl, dass genau die Leute, die so eine Kommentare schreiben, wo ich wirklich hundertprozentig sehen kann, das hat mit dem Inhalt des Videos gar nichts zu tun und mit dem Kommentar oder mit dem Erlebten, das ist realitätsfremd, was man gesehen hat, was ich sehe und was man dann schreibt, ja, da denke ich mir dann, Leute, manchmal habe ich so ein Gefühl, ihr seid die Narzissten, die reinschreiben, ihr hattet einen Narzissten, ja. Und deswegen habe ich auch von vornherein gesagt, ihr sollt euch hier nicht angesprochen fühlen, dass ich euch meine hier. Aber mir ist das aufgefallen und mich würde die Frage einfach dringend interessieren, wie ist das, wenn zwei Narzissten aufeinandertreffen? Woher weiß denn der eine, und es ist weniger lustig, ja, aber es ist wirklich eine logische Frage, die mich beschäftigt seit Jahren. Wer erkennt sich als Narzisst? Erkennen die sich dann in dem Moment beide nicht? Oder haben die sich so krass gespiegelt, dass die beide in dem Moment, dass einer vielleicht merkt, ich brauche Hilfe, oder merken die es beide nicht? Das wäre so, weil das ist so, ich sehe wirklich, egal wo, ich sehe nur noch Narzisst, Narzissmus, Narzisse, ich habe das Gefühl, das bricht so aus und manipuliert aber wirklich einen Großteil, die sowas nicht erlebt hatten und schon fast missbrauchen für Trauer, obwohl sie vielleicht einen Partner hatten, der einfach nur feige war, der unfähig war, eine Beziehung zu führen, Bindungsängste hatte. Tote Seele kann es auch sein, ohne narzisstisch veranlagt zu sein, ja. Das ist ja all das, wo ich immer appelliere, passt drauf auf, was ihr aufnehmt. Passt drauf auf, ob euch nun wirklich ein Narzisst, wenn ihr wirklich einen Narzissten hattet, dann und vor allen Dingen auch geprägt wurdet, ja. Ich sag dann immer, von mir aus glaube ich, ist da wirklich eine professionelle Hilfe parallel notwendig, ja, um das aufzuarbeiten. Ich glaube nicht, dass das ein Mensch einfach auch schafft, wenn man gerade von narzisstischen Eltern erzogen wurde, ja, weil das kann ich mir auch nicht beim besten Willen vorstellen, so eine Prägung. Bei Partnerschaften sollte man sich auch unbedingt immer fragen, naja, muss ich gleich sofort jeden in die Kategorie narzisstisch abstempeln? Was mir bei den Kommentaren auch auffällt, die vielleicht wirklich Narzissmus erlebt haben, dass die sehr krass in diese entweder Frauen- oder Männerhassschiene reingeraten, was man vielleicht auch verstehen kann durch die Entwicklungsstufen. Aber man merkt auch dieses Puh, ja, da ist so, in manchen Kommentaren ist wirklich so, wow, oder auch in manchen Videos, die davon sprechen, da denke ich mir so, die machen eigentlich teilweise ihre eigene Therapie durch und ich musste teilweise wirklich schon, bei mir wird es genauso sein, ja, aber ich gebe euch das jetzt einfach nur mit,
teilweise dachte ich, ich muss ausschalten, ja, weil ich kann mir diesen Hass, der da entgegengesprochen wird, das geht so richtig rein, so. Da denke ich mir so, oh mein Gott, was hat man mit dir gemacht, ja? Und du kannst nicht eingreifen und man merkt richtig, wie der Mensch entweder einen Frauenhass entwickelt hat, einen Männerhass entwickelt hat. Viele berichten auch davon, Vertrauen absolut weg, ja? Und auch sehr isoliert und teilweise denke ich mir, schade für den Menschen, ja? Weil wenn er es braucht und wirklich sich isoliert, aber man merkt auch diesen Hass, diese tiefe Enttäuschung, ja. Und da geht manchmal auch meine Frage hin, was passiert denn, wenn dieser Mensch selbst zum Beispiel, also kriegt man das dann mit, dass der Mensch selbst Narzisst ist und es deswegen vielleicht auch, stellt euch mal vor, man sagt ja oftmals, Gleiches zieht Gleiches an. Was passiert denn mit diesen zwei Menschen, die narzisstisch beide aufeinandertreffen? Das muss ja... Das ist so, entweder hast du den Horizont oder deinen Geist dafür parat, um wirklich zu reflektieren und zu merken, oh Gott, weil da trifft er dann diese Spiegelsituation ein, ja, muss ja Krieg sein, muss ja Hölle auf Erden sein, wenn zwei Narzissten zusammen sind und der Verlassene sieht sich aber als, ich hatte nur einen Narzisst. Könnt ihr mir folgen? Versteht ihr das? Und deswegen finde ich es auch im Internet immer auch gewagt, auch mit den Kartenlegungen, ja, ihr wisst, das ist mein erster Satz, weil ich auch immer wieder so viele Kommentare sehe, nein, ich war nicht so, nein, 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 und man singt es ja schon vorne wie eine Schallplatte und ich gebe euch den Tipp und denke mir so, okay, diese Menschen haben nicht gelernt zuzuhören, können in einer Beziehung wahrscheinlich auch nicht zuhören, wenn sie bei mir, und ich mache das nicht in der Mitte oder vom Ende eines Videos, sondern sage von Anfang an, Achtung, Positives wie Negatives in diesem Video drin lassen, solltet ihr hier nicht resonieren. Bitte das Video verlassen. Trotzdem gibt es Menschen, die wollen einem mitteilen, nein, so war ich nicht, nein, das stimmt nicht, nein, das kann nicht sein. Und ich denke mir so, Alter, Entschuldigung, ja, Gosse Berlin. Ich sage mir wirklich gerne, Alter, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, warum derjenige das nicht versteht, was ich zum Schutze dann noch raussende. Und da merke ich einfach, Achtung vor jeglichen Kartenlegungen, psychologischen Videos. Und ich denke, ganz ehrlich zu euch, genau bei diesen Menschen denke ich so, entweder merkst du deine narzisstischen Züge nicht, es tut mir leid, weil man übergeht ja alles, ja, man will einem hinter der Kamera helfen und weist einen so gut es geht darauf hin, macht das bitte euch zuliebe nicht, natürlich habt ihr die Verantwortung, aber das geht ja darum, dass dieses, nein, das war nicht mein Video, nein, so habe ich auch nicht gehandelt, nein, ich war ganz anders, denkt mir so, what the hell, also wenn man den Anfang nicht versteht, obwohl man es kommunikativ deutlich auf der Sprache sagt, wo man es verstehen sollte, dann assoziiere ich gleich, okay, dieser Mensch konnte auch in der Beziehung, und es ist leider Gottes so, weil ich diesen Menschen nicht kenne, geht gleich mein Bild rüber, okay, du hast es nicht gelernt zuzuhören, du konntest auch oder wolltest Sachen nicht verstehen, du bist zu dir selbst übergriffig, ja, du gehst mit dir um, wie, du achtest nicht die Regeln, du achtest wahrscheinlich auch nicht von anderen auf die Regeln oder das, was man dir mahnend mitgibt und da merke ich schon wieder, okay, da will jemand wieder durch die Wand durch sein eigenes Ding rausposaunen, obwohl es geklärt war zwischen uns, ja, das ist so wie, wenn du keinen roten Lutscher möchtest oder keinen blauen Lutscher, sind wir hier halb in der Matrix, dann bist du hier nicht richtig. Nein, ich möchte keinen roten und ich möchte keinen blauen Lutscher. Ich mag die Farbe grün. Ja, genau so. Und da merke ich dann immer, an was liegt es denn, ja? Wir können nicht alle Probleme auf Narzissten verlegen. Vielleicht entwickelt sich dieses Wort auch, dass man schon eine Beziehung heutzutage anfängt und sich denkt so, oh Gott, wenn der was für sich macht, dann ist es schon narzisstisch. Ist ja absolut falsch, ja? Deswegen bitte ich auch in jedem Thema, wenn ich meinen Narzissten anspreche und hier mir häufiger dieser Herrscher rausfällt oder ich auch eine Energie merke, die wirklich sehr... Ich sage ja oftmals, ich empfinde ja Sachen, die ich im Kollektiv nicht sage, ja? Ansonsten bräuchten wir ja keine Karten legen. So. Der Geist ist irgendwo noch höher offen und ich denke auch und glaube auch an jeden, dass er einen offenen Geist hat, ja. Entweder setzt man sich mit dem auseinander oder nicht.
Aber ich sehe auch nicht überall diese Giftenergien. Ja, es gibt Prüfungen, an denen scheitern wir alle. Es gibt normale Beziehungen, die uns zerbrechen, ohne dass das Wort oder der Bestandteil Narzissmus enthalten war. Vielleicht hat man selber seine egoistischen Grenzen und Linien übersehen aus Liebe. Ja, und es ist oftmals aber auch eine Schwäche, weil man Liebe muss man ja auch damit anerkennen, dass man das schützt, ja, dass ein anderer das auch zu schätzen hat, dass man das selbst schätzt. Und wenn man da Grenzen einfach in Kombination übertritt, finde ich, dann muss man eben im Herzen alleine weiter lieben, aber man darf sich in dem Moment auch nicht verlieren, ja, durch Liebe, weil das ist dann wieder verlorene Liebe, das ist falsche Liebe. Man muss gesunde Grenzen aufzeigen. Und das macht einen noch lange nicht als Narzissten, ja. Und ich merke einfach in verschiedenen Kommentaren in so einen Videos, dass teilweise hat das gar nichts mit dem Narzissmus zu tun. Und deswegen auch hier, könnt ihr mir da bitte reinschreiben? Ich bitte drum, was glaubt ihr denn, was passiert denn mit zwei Narzissten? Wie erkennen die das? Wie ist der Zustand, wenn die auseinandergehen? Wie sieht sich der verlassene Narzisst? Ja, das ist nochmal diese Ebene, wo ich manchmal das Gefühl habe, und ich sage es ja auch, wie ich darauf komme, oder euch, eben weil ich diese Kommentare lese und gedacht habe, es kommt mir vor, als wärst du Kommentarschreiber, der Narzisst. Und ich rede wirklich jetzt nicht von mir hier auf dem Kanal. Ich habe mir, jahrelang gucke ich mir schon so eine Videos an, ja, aber ich habe davon noch nichts gefunden mit zwei Narzissten oder ich bin blöd oder habe mich bereichsmäßig damit noch nicht befasst. Aber ich sehe und ich finde, man kann in Kommentaren schon sehr viel, nicht alles, aber sehr viel. Man sieht einfach schon so ein erstes Einschätzen von einem Menschen anhand des Schriftbildes, ja. Komplett. Das geht hin bis, setzt man Zeichen, wie achtet man darauf, schmiert man das hin, sieht man nur sich, wie weit trampelt man auf jemanden rum, der gerade nicht involviert ist. Und ich muss euch traurigerweise sagen, viele, die diese Videos machen, also nicht viele, aber bei einigen ist es mir aufgefallen, denke ich mir, Hauptsache verliert ihr euch nicht in diesem Punkt, dass ihr vielleicht selbst Narzissten seid mittlerweile oder geworden seid oder wart, weil da ist so viel egoistischer, als ob das wie so ein Virus rübergetreten ist, ja, so hasserfüllt sind die Menschen, auch so leer, die davon erzählen. Nicht alle, ja, es sind jetzt hier auch keine großartigen Bekannten, aber die das erlebt haben, kommen mir teilweise wirklich so, wow, ich habe Probleme, mir wirklich oftmals ein Video bis zum Ende, was wird denn das für ein Deutsch, angeguckt zu haben, weil das so schwer war, ja, das hat sich so schwer angefühlt. Es war einfach nur hasserfüllt. Auf der einen Seite kann ich es verstehen, aber ich konnte das teilweise auch nicht bis zum Ende angucken. Und daher so die Frage, was ist denn, wenn du die ganze Zeit nicht merkst, dass du der Narzisst bist in der Beziehung später oder warst, ja? Wie kriegt man das denn mit? Und deswegen dachte ich so, ach du Scheiße, was ist denn, wenn zwei Narzissten aufeinandertreffen? Ja, wie erklären die sich das? Kriegt der Verlassene mit? Das kann man sich dann noch reflektieren. Aber gut, ich frage mich jetzt auch, wie sollt ihr mir das beantworten? Dann müssten ja, ich kann es mir nicht erklären, ja? Also passt bitte bei diesem Thema Narzissmus extrem auf, weil Narzissmus ist schwer, krank. Das hat nichts mit Fremdgehen zu tun. Also meiner Meinung nach, ja, da kann ja jeder der Meinung sein, wie er will. Ein Fremdgehen hat Gründe, ganz einfach. Die Gründe, die geht man erst, denen geht man erstmal nach, ja. Warum kam es dazu? Naja, wenn man zu wenig Sex hat, sagen wir es ganz offen und ehrlich, ist doch klar, gerade Männer, ist doch nun mal so, ja. Die sind so geschaffen, sind so gemacht. Sollte für Fortpflanzung gelten. Irgendwann wurde es zur Mode, macht auch Spaß, je nachdem, wie sind die Hormonanteile. Natürlich ist es nicht schön, ja, ist auch ekelhaft. Ich stehe hier nicht und sage das normal. Aber für mich hat es auch nichts mit dem Narzissmus zu tun, wenn eine Problematik besteht, dass man fremdgegangen ist. Es ist feige. Es ist ein super Arschloch, ja, würde ich auch sagen. Du sprich doch oder mach doch Schluss oder frag doch, ob es erlaubt ist, sich über
Betten zu vergnügen. Darum geht es gar nicht. Aber für mich stellt ein Fremdgehen nicht automatisch einen Narzissten dar. Und das sieht man einfach auch teilweise, wo ich mir denke, das hat doch nichts mehr mit Narzissmus zu tun. Bleib doch mal bei den ganz normalen Sachen. Und natürlich muss die andere Seite sich dann auch fragen, woran hat es gelegen, ja? Hat man nicht mehr zusammengepasst? War die Attraktivität weg? Manche drohen ja auch. Nee, wenn du das nicht machst, dann lasse ich meine Beine zu. Naja, dann denkt sich der andere erst recht, na du, dann lass doch deine Beine zu. Ich finde schon ein offenes Paar. Wenn man so eklig drauf ist, dann soll derjenige das machen, ja? Aber unter ehrlichen Bedingungen. Ganz klar, ehrlich sind die wenigsten von heute überhaupt noch. Aber das hätte für mich mit Narzissmus nichts im Geringsten zu tun. Auch wenn der Schmerz für denjenigen, der es dann rausfindet und erlebt, unerträglich und zum Zerreißen und Zerbrechen und Liebesbruch. Und das ist aber auch kein Narzissmus für mich, ja? Weil das ist ein Zustand, den man in einer Partnerschaft regeln muss, besprechen muss und gar nicht erst dahin kommen lassen darf. Ja? Eine Frau fängt ja irgendwann an so, also nicht umsonst fängt man ja an so, sag mal, geht jemand fremd? Man merkt doch, ob es noch leidenschaftlich ist oder ob es nur so ein Rumgebubbel da ist, ja? Um mal den Druck loszuwerden von Männern oder so. Das merkt man doch. Und da sieht man auch oft, dass die zwei Menschen, die sich in einer Beziehung verlieren, für mich auch in dem Moment überhaupt nicht mehr den Zugang für sich selbst gefunden haben, ja? Weil man würde es doch merken, die Leidenschaft verschwindet. Vielleicht hat die Frau auch keine Lust mehr. Vielleicht merkt man auch beim Mann, der war mal anders, ja, hat mich anders genommen. Man merkt, wenn man Sensitivität hat und auch das Bauchgefühl wieder mit einfließen lässt. Probleme sind da. Man weiß immer, es gibt nicht den Satz, ich weiß nicht, warum wir oder was mit uns los ist. Das gibt es nicht, ja. Das ist eine Ausrede, das ist... Ich habe mich damit nicht beschäftigt. Ich habe es nicht gesehen. Was ist passiert, dass ich es übersehen habe? Das ist aber trotzdem kein Narzissmus, ja? Narzissmus ist, wenn ich hiervon rede, in meinen Legungen und der ab und zu mal fällt, meine ich diesen wirklich krankhaft, dass jemand wirklich psychisch, und das weiß ich von euch, dass es hier einige gibt, auf dem Boden waren, auch psychologische Hilfe haben, brauchen, suchen, wo ich mir ganz klar sage, krass, ja, du hattest wirklich einen oder wurdest gerade wegen der Prägung genau zu so einem Arschloch geschickt, ja, oder zu so einer Arschlöchin, gibt ja Frauen und Männer, die narzisstisch ticken. Aber das war hier so mein, was passiert denn, oder gibt es irgendein Video, ein Modell, was passiert, wenn zwei Narzissten zusammen sind, ja, was ist denn da, Mord und Totschlag, was geht denn da ab, das ist so, Und einfach so dieses Spannende, wer von den beiden erkennt denn, wie benimmt sich denn verlassener Narzisst dann? Weil wenn man das so verfolgt, das muss ja Horror sein, ja? Das muss ja, ey, das war mir wichtig. Das wollte ich jetzt wirklich mal klären, ja? Und das ist hier wirklich ausschließlich, ich sag's von vornherein, ja, das ist wirklich ausschließlich für Opfer von narzisstischer Gewalt, wenn ihr das so einstuft, ihr müsst das gar nicht reinschreiben, ja? Wir bewahren und ich will auch den Datenschutz und ihr müsst es einfach nur für euch annehmen. Aber ich würde einfach für euch, die wirklich der Meinung sind, Narzissten gehabt zu haben und ihr könnt das selbst einschätzen und ihr wisst das auch von euch, das ist eure Legung, ja? Das soll einfach mal so ein kleinen Input mit dem Real Talk vorneweg sein, weil ihr wisst es, ja, das bin ich. Ich finde nur Karten legen, ohne was Sinnvolles dazu beizutragen oder auch mit euch zu kommunizieren, ist nicht meine Art, ja. Das muss ich immer erklären, warum ich so eine Gedankenszüge habe. Zugang zur geistigen Welt mit dem Verstand auch wieder verbinden. Ja, ist einfach so. Es hat mich interessiert. Das sind so Sachen, da sind noch so unendliche Fragen, die ich habe, wo ich natürlich auch mir denke, was passiert oder mir das vorstellen kann. Aber ich würde es gerne mal wissen von euch, wie ihr darüber denkt. Weil das ist ja jetzt Quatsch, wenn ich meine Lösung hier rauftrage, weil jeder Mensch hat so ein Empfinden und könnte sich das erklären oder eine Vorstellung haben.
Aber ich würde gerne mal wissen, ob das jemand von euch irgendwo erlebt hat oder sich hier wirklich outet, ja, oder beziehungsweise das woanders mitbekommen hat, wie das ist. Das muss ja wirklich der Horror sein. Ihr Lieben, damit ihr hier befreit werdet, so ein Stück weiter weg, wenn ihr wirklich sagt, ihr habt gelitten unter extrem krankhaften Narzissmus, dann für euch heute Abhängigkeit. Ach. Ich wünsche für jeden, dass ihr diese Abhängigkeit geschafft habt in die Unabhängigkeit. Ja, das ist ja das größte Thema vom Narzissmus generell, was wir hier jetzt gerade haben. Dieses elendige Thema der Abhängigkeit, ja, was euch Schmerzen verursacht. Ihr wisst teilweise wahrscheinlich nicht, warum. Oder als Kind, ja, da bist du ja völlig abhängig. Du bist vielleicht auch als Partnerin oder Partner abhängig, weil die finanzielle Situation erstmal so hochgeschaukelt wurde, dass du dann gar nicht mehr rauskommst vielleicht. Oder bist einfach gebunden, ja, aus Sachen, die du vorher noch nicht gesehen hast, die sich eingeschlichen haben, die toxisch geworden sind, ja, in jedem Maße hoch 10. Und da geht's rein für dich. Da hoffe ich, dass du dich befreien konntest in deine Unabhängigkeit. Wir haben den König der Kelche. Für dich und für mich auch ein sehr starkes Symbol als Input. König der Kelche. Gefühl behalten. Wirklich versuche es, Menschen dafür nicht zu verurteilen oder zu hassen. Dass es aussichtslos wäre, irgendjemanden zu finden, der dich liebt, so wie du bist, ja. Da stecken ja eben auch die ganz anderen Schritte hinter. Aber was ich hier ganz interessant finde, dieser König der Kelche, der sich unabhängig macht, der diese Unabhängigkeit einfach darstellt, ja, der die Abhängigkeit hier ablöst, das, was hier gefallen ist, mit einer sagenhaften Unnahbarkeit, weiß aber, wie viel hier drin steckt. Und jeder Mensch, der sich Mühe macht, dich anzunehmen und zu sehen, was hinter diesem König der Kelch-Energie hier bei dir steckt, der wird diese Unnahbarkeit für sich nicht empfangen, ja, weil man dich sieht, weil man eben auch den Zugang zulässt, weil man nicht niveaulos und oberflächlich dich anguckt und sagt so, naja, okay, Kategorie schon, ja, die haben Pech, die Leute, die treffen sich irgendwo und landen in ihren Kreisen. Aber du hast dir zum Eigenschutz auch eine Unnahbarkeit aufgebaut und wichtig ist es, dass du diesen Hass und diesen Groll für die Menschen, die dir das angetan haben, einfach auch überhaupt nicht in dir drin behältst, ja? Für was? Für welche Trophäe, ja? Für welche Medaille? Das nicht drin lassen. Dich selbst weiterhin anerkennen. Dich lieben und ehren, ja? Bis dass der Tod dich scheidet, für dich diesen Satz nehmen. Ich finde den ganz klasse, dass der gekommen ist, ja? Dieser König der Kelche. Ich bin nicht mehr abhängig, aber ich brauche trotzdem Liebe. Ich habe viel Liebe in mir, aber ich habe eine Mauer. Was bekommt ihr noch? Das Chaos, was hier entstanden ist, ja? Ich stelle es mal hier vor für euch. Ihr habt durch diesen Narzissmus ein extremes Chaos hier erlangt. Ihr habt wahrscheinlich sehr lange gebraucht, um Sachen zu sortieren. Was liegt an dir? Was liegt an dem anderen? Schuld zugeschobene Sachen, wo ihr euch dachtet, okay, ja, irgendwann habt ihr gemerkt, das ist nicht deine Schuld, es kann nicht deine Schuld sein. Weg mit diesen Schuldfragen. Dein ganzes Leben ist vielleicht auch Chaos, ja. Angefangen von Bürokratie bis hin zu Sachen erkennen, Sachen erleben, durchziehen. Die Power hat gefehlt, ja. Alles Chaos in deinem Leben. Komplett Chaos pur. Keine gerade Linie, ja, die dir vielleicht auch nicht gezeigt wurde. Oder du warst jemand von dir überzeugtes, ja, und dich hat geschafft, jemand kaputt zu machen, der dir wirklich hier komplett dein Gehirn manipuliert hat. Wo du wirklich nicht mehr erkennen konntest, was ist hier real, was ist surreal, ja, was probiert man hier? Was probiert man hier? Sehr viel Investigatives, ja, sehr viel. Wirklich sehr viel Scheinheiliges hier, Chaos pur.
was du aber hoffentlich jetzt auch erkennst. Wir haben die Vier der Schwerter. Das ist eigentlich eine schöne Erkenntnis, ja, was du erstmal sortieren musst in Ruhe. Und das hätte in der Beziehung oder auch in diesem Drama drin, hätte das gar nicht funktioniert. Das Anzeichen ist einfach die Gesundung, die schaffst du nur, wenn du alleine bist, ja. Das, was den meisten hier wehtut, ich wurde verlassen oder bin alleine, ist eigentlich dein Jackpot, dein Gewinn in dem Moment, ja. Weil du bist es los, dieses Grausame, was du trotzdem geliebt hast. Du findest jetzt so langsam wieder zu dir in der Einsamkeit, die für dich sehr grausam sich anfühlt, aber dadurch fängst du an, dich mit dir selbst zu beschäftigen und nicht ständig mit deinem Gegenüber, was hier für Chaos gesorgt hat, ja. Dieser Mensch, auch wenn der gegangen ist und dir mal wieder damit gezeigt hat, du bist nichts wert, ja. Das sind ja Menschen, die abhauen, weil sie auf der Flucht sind, ja. Die ja eigentlich die Schwachen sind. Ich weiß auch nicht, was in den Köpfen schief läuft in so einem Gehirn. Die Frage haben wir zurzeit ständig. Ich glaube, die Frage kann man sich auch nicht beantworten, bin ich der Meinung, was bei den Leuten schiefläuft, die sowas mit dir machen oder gemacht haben. Die sind entweder wirklich so und der felsenfesten Annahme, du kannst probieren, den auf die Ebene oder von denen auf die Ebene oder von der Ebene zu sprechen. Du kommst einfach nicht an die Ebene ran, ja, das ist es. Eigentlich dieses Wieso, Weshalb, Warum ist hier auch von deinem Gegenüber, der Narzisst war, nicht möglich aufzuklären, ja. Und das erstmal zu verstehen, glaube ich, anhand der ganzen Videos oder auch, man, seit Kind an beschäftige ich mich ja schon mit so einem Kram, nicht jetzt abwertend gemeint, aber ich, die einzige Erklärung ist, es gibt hier keine Wissenschaft drüber, in dem Sinne, die dir jetzt weiterhelfen könnte, ja, außer eine Forschung. Aber was willst du schon forschen? Jeder Mensch ist auch anders, ja. Du kommst einfach nicht auf die Ebene, um deine Erklärung zu finden. Dein Gegenüber ist auf einer anderen Schwingung, vielleicht auch unten, ja. Parterre, Kellergeschoss. Du bist im 10. Stock. Deine Ebene, ja, deswegen auch das Chaos, was man mit dir machen konnte. Was, weil du der Längere am Hebel warst, ja, man hatte bei dir gesehen, du gehst drauf ein, du spielst mit, du rettest deinen Narzissten sozusagen weiterhingehend und dieser Mensch hat nicht mitbekommen, ja, oder jedenfalls war dem das wahrscheinlich nicht bewusst, ich weiß ja nicht, so eine Krankensachen können einem ja nicht so bewusst sein, ja. Das ist für die schon fast so normal, immer Schuld auf andere schieben, weil die eben wirklich hier einen Festplattenfehler haben, von Geburt an oder energetisch oder weil sie es nicht anders kennen, ja. Oh, oh, die kommt so selten. The Fortune, die Fontäne, das Unendlichkeitszeichen in diesem Tarot drin. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, deswegen fand ich dieses Tarot so schön. Das gibt dir Kraft, das gibt dir Stärke, das ist eine Übersinnlichkeit auf Dauer fürs Leben, immer unendlich. Ja, das ist für dich so, du kriegst das wieder entlöst, du kriegst das wieder gerätselt, du kriegst das Rätsel gelöst, ja, du kriegst das gelöst, diese ganzen Puzzleteile kriegst du zusammen für dich, nicht für den anderen, das ist der Fehler, den andere immer machen, ich will diesen Menschen verstehen, den wirst du niemals verstehen, wenn es wirklich ein Narzisst ist, krankheitsbedingt, ja. Den wirst du niemals verstehen, sei froh, weil dann sagt es dir auch gleichzeitig, du bist automatisch kein Narzisst, ja? Ich glaube wirklich nur, Narzisst und Narzisst könnten sich verstehen. Meine Vorfrage, ja? Nur Narzisst könnte den Narzissten verstehen. Anders ist mir das gar nicht möglich. Ich steige hier oder würde hier gar nicht reinsteigen, was geht da ab? Warum macht man so brutale Sachen? Warum... es hat Gründe, die man sagen kann, ja, aber du solltest dich mit dir befassen, mit deinem Geist, dein unendlicher Geist, ja, den Zugang wahrscheinlich noch mehr wahrnehmen für dich, viel, viel mehr wahrnehmen für dich. Warum habe ich eigentlich jetzt eine zweite Tarotkarte gewählt? Seht ihr, beim Quatschen, ja. Also in der Linie raus wirst du, wenn du hier erkennst, das Unendliche, dein Chaos aufräumen, du hast den längeren Atemzug,
Du musst erstmal die Ruhe annehmen und dich auch damit befassen, wie viel Schlimmes dahinter war, ja? Wie viel Schlimmes saß dahinter? Was du hier durchgemacht hast, kann man wahrscheinlich auch nur in Ruhe annehmen und erstmal geschockt realisieren, wenn man es überhaupt realisieren kann. Guckt euch mal diesen Kopf hier an von euch, ja? Natürlich tun, glaube ich, in diesem Prozess die meisten Sachen wie, oh Gott, was habe ich mit mir machen lassen? Wie beschränkt, wie doof war ich? Was ist mit mir passiert? Ja, was hat man hier mit mir gemacht? Letzten Endes bist du hier geschützt. Die Unendlichkeit an Fontäne, ja, der Brunnen, alles sprüht. Du kannst es immer wieder in diesen Fluss bringen, ja. Glaub daran, dass die Kraft einfach vom Universum auch viel unendlicher ist als das, was man hier mit dir gemacht hat, ja. Das schaffst du. Das schaffst du, wieder zusammenzukriegen. Aber nicht, indem du den anderen verstehen musst, sondern du musst für dich verstehen. Wir haben hier die Stärke mit der 32. Haben wir die Quersumme 5, wäre dann auch wieder die Erkenntnis von dem Hierophanten. Das wisst ihr ja. Oh, mir habe ich wieder eine Ameise irgendwie mit reingebracht. Tut mir leid. Die Stärke übernimmst jetzt du. Und zwar nicht die Stärke, alles durchzustehen und wenn du mal schwach bist, darfst du nicht schwach sein, sondern schwach sein heißt auch Stärke. Einfach nur auch balancieren, ja. Schrecke hiervon nicht ab, du wirst das nie wieder schaffen oder auch nie wieder können. Du lernst hier, glaube ich, deine Stärke auch sehr neu kennen. Einschätzen. Wir haben 7 der Schwerter. Die ganzen Tücken, Täuschungen, ja. Die du hier erlebt hast. Steh drüber. Das ist das Erste, was ich dir sage. Steh drüber. Du wirst vielleicht vieles gar nicht aufdecken können, was man dir hier in Lügen erzählt hat oder was man dir mitteilen wollte, weismachen wollte. Ja? Versuche es einfach anzunehmen als Tatumkehr, Schuldumkehr, all das, was du hier jahrelang vielleicht ertragen musstest, erträgst du nur mit deiner Stärke zu dir selbst. Das nicht mehr anzunehmen. Täuschung, wo du dich vielleicht schon öfter gefragt hast, so, hä? Sag dir einfach, das ist das, wo du für dich weißt, dich kann man nicht täuschen, ja? Weil niemand kann zu dir sagen, du lügst. Du kannst sagen, oh, der hat mich ertappt, ja, stimmt. Aber wenn du die Wahrheit erzählst, bleib in deiner Stärke hier unbedingt drin, ja? Dass alles, was hier an Täuschung und Manipulation die ganze Zeit dich schwach gemacht hat, die Gründe waren, vielleicht an dich auch nicht mehr zu glauben. Aber mit dem hast du hier nichts zu tun normalerweise, ja, wenn du das bewusst hochholst. Mit dem, mit der Schwäche deines Gegenübers, und der Narzisst versteckt ja Schwächen, die saugen sich ja von deiner Stärke, ne? Oder eben von gewissen Aktionen, Leuten, Phasen machen sie sich ja stark. Anders überleben sie ja nicht. Deswegen erkennt für dich, deine Stärke ist zu wissen, was du fühlst, was du siehst, was du glauben darfst für dich. Ja? Egal, was man probiert hat, dir anders zu erzählen. Wir haben hier im Endprodukt. Och, das ist aber schön. Du wirst hier zum Macher. Du wirst auch zum Ach der Kälte. Und der Magier auch, das gefällt mir aber. Guck mal, am Ende, wenn du diese ganze Phase erreicht hast, vergessen wirst du nie, aber du wirst hier für dich erkennen, was du hier daraus gelernt hast, was du hier geleistet hast, welche Stärke in dir steckt, ja? Wie du wieder dastehst, könnten einige Leute zu dir auch irgendwann sagen. Und wichtig ist, dass du das zu dir selbst sagst, nicht unbedingt den Applaus von anderen kriegst. Dass du zu dir selbst sagst, Mann, bin ich stolz, ja? Es grenzt schon fast an ein Wunder, dass ich das Ganze hier wirklich geistig überlebt habe und wirklich auf dem Weg der Besserung bin. Auch wieder die Energie in mir fühle, Lebensfreude. Das sind so die Anteile, die dich zum Magier gemacht haben. Du schaffst die schwersten Sachen, ja? Du hast jetzt auch mal Erholung verdient. Und das zeigt dir auch an, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Du hast erkannt, ich bin der Macher. Ich war die ganze Zeit auch in der Beziehung der Macher. Wollte man nur nicht wahrhaben, wollte man nicht sehen. Man hat mich klein gehalten, man hat mich klein gedrückt. Aber auch hier drückst du dich wieder in den Vordergrund als König der Münzen, als Macher.
du setzt um, du benutzt deinen Geist und setzt um. Das waren wahrscheinlich alles Elemente, die dem anderen nicht gefallen hat, ja, weil du eben machen wolltest. Da hat man dich wahrscheinlich, bevor du angefangen hast, mit seinen manipulativen Hirnkristallfrotzen abgehalten, ja, dass du das nicht machen darfst. Und für dich ist ganz, ganz wichtig, dass du hier in die Linie reinkommst, Tendenz. Das habe ich für mich geschafft, weil ich bin der Macher. Wie durch ein Wunder, ja, ich kann stolz auf mich sein. Wie viel Macht, wie viel Glaube, wie viel Kraft, Stärke ich dennoch hatte, um zu sehen, was hier mit mir passiert ist. Ich bin der geborene Macher und das hole ich jetzt alles wieder nach und darf deswegen auch diese emotionale Verbindung hier endlich verlassen oder diese scheißgiftige Verbindung, ja, lass mich machen, lass mich hier durch, lass mich meins machen, lass mich kämpfen, ja, mein Job und wenn ich mehr Geld brauche und dahin will, dann lebe ich das. All das, was du hier machen möchtest, planen möchtest, machst du, ja, ich gehe mal hoch, das ist mir jetzt wichtig, einfach gefühlsmäßig vom Stopp unters Deck zu gucken, was du machst. Mein irdisches Unterdeck. Das sind drei Karten. Eins, zwei, die auch noch. Und drei. So durchgemischt. Was ist es? In Verbindung. Hier, hab das. Irdisch. Perfekt, ja. Perfekt gelöst. Oh, und diese Scheißmanipulation hier, zwei der Stäbe, die braucht man bei dir auch gar nicht mehr probieren. Ja, das löst sich hier auf. Da stehst du gegen. Jemand, der einer anderen Meinung ist als du. Du wirst hier nicht mehr irgendwie zweideutig denken und sagen, vielleicht hätte der andere recht. Das passiert dir hier nicht mehr. Ja, das hast du hier hinten einfach gelernt. Du brauchst niemanden. Wenn du niemanden um Rat fragst, dann weißt du auch selbst, wo du hingehörst. Wenn du jemanden um Rat fragst, dann machst du das, weil du der Macher bist, weil du der König bist, ja? Du fragst um Rat. Aber du möchtest nicht ungezwungen irgendwelche Meinungen hier hören, die dich hier wieder verunsichern könnten, würden. Das ist vorbei, ja? Das verlässt du hiermit auch automatisch. Was ganz schön ist, aktuell oder in der Tendenz kommend, deine Sonne. Du bist wieder gestärkt, kraftvoll, ja? Du kannst auch stolz auf dich sein. Du hast hier wirklich einen Prozess überlebt. Ich sage es bewusst überlebt. Geistig wie vielleicht manche auch körperlich. Dass du hier dich sicher fühlst. Ja? Zum ersten Mal in deinem Leben merkst du diese Ankunft. Ja, dieses ich verlasse und komme gleichzeitig an. Ist auch so ein Ding in sich. Ich verlasse als Macher. Ich gehe als gemachte Person hier raus. Aus diesem ganzen narzisstischen Ding hier. Verlasse. Und komme dadurch auch an. Das ist immer so meine Münzseite hier, ja. Das Endprodukt, das Ziel, wo es für dich hingeht. Nicht aktuell oder sonst was, macht jeder für sich anders. Für mich ist das dein Ziel, das Endprodukt, das, was gemacht wird, umgesetzt wird, was dich dorthin bringt, ihr Lieben. So, wundert euch nicht. Die wird wahrscheinlich jetzt am späten Nachmittag zu sehen sein, aber mir war es wirklich ein Bedürfnis, das mal loszuwerden, ja, weil mich also das ist dann so, wenn ich manchmal Legungen mache oder mir dann wieder gewisse Videos auf YouTube vorgeschlagen werden, dass ich mir denke, so, sag mal, die ganze Welt kann ja nicht voller Narzissmus sein. Und was ist dann mit denen, die wirklich an Narzissten geraten sind, ja, die verlieren sich einfach irgendwo, ja, oder mir war das irgendwie wichtig, auch so für Aufklärung zu sorgen, dass nicht jeder, der was Schlimmes hier erlebt hat, automatisch einen Narzissten hatte, ja, weil das ist auch unfair, es ist scheißegal, was für ein Wettbewerb hier entsteht, hier soll gar kein Wettbewerb sein, aber es ist trotzdem unfair, den Opfern, die das wirklich erlebt haben, ja. Und da wirklich geschwächt sind und ein Burnout erleiden, kraftlos sind, keine optimistische Linie mehr sehen für sich. Ja, es ist auch nicht gesund, sofort alles mit einem Narzissten abzustempeln, wenn es normale, in Anführungsstrichen, entstandene Probleme in der Beziehung gab, die für einen schlimmer, für den anderen weniger schlimm sind.
Es ist alles eine Wahrnehmungssache, ja, aber dieser pure Narzissmus, den sollte man wirklich nicht verwechseln mit, mein Herz fühlt sich schmerzvoll gebrochen an, deswegen warst du einer, ja. Das hat damit gar nichts zu tun. Da liegen die Ursachen, die können wir alle in Partitionen einteilen, da wird jeder fündig, ja. Kindheit, Vater, Mutter. Schule, Mobbing, geholfen, vergessen, Schlüsselkind, Helikopter, Eltern verloren, Elternliebe so groß, später nicht mehr bekommen. Deswegen, ja, nicht alles, nicht immer nach diesem Was, Warum, Wieso, Weshalb, ja, das sind so Fragen. Macht den Zugang zu euch auf, nach oben, dann wird ihn jeder finden, schneller als ihr glaubt. Und ihr würdet mit einer Karte selbst sagen können, was in euch vorgeht, ja. Ihr könnt es ja einfach mal probieren. Weil man viel zu oft auch hier sagt, nee, kann ich nicht, könnte ich nicht. Ja, vielleicht nicht in dem Tempo, aber guck dir eine Karte an, lass sie auf dich wirken und erzähle, was du spürst, ja. Von dieser Karte, du musst da nicht mal von dir ausgehen, weil das ist ja immer so ein bisschen manipulativ, wenn man eine Karte zieht und von sich selbst spricht. Aber lass eine Karte auf dich wirken, ja. Und gucke, wie weit dein Geist reicht, ja. Guck sie dir am nächsten Tag vielleicht nochmal an und gucke, oder spüre, was kommen da noch für Sachen hinzu, wenn du sie dir den nächsten Tag nochmal anguckst, die Karte. Vielleicht siehst du Dinge, die du davor gar nicht gesehen hast, ja. So würde ich üben, meinen Horizont zu erweitern, nicht üben, sondern anzunehmen, ja. Naja, ihr wisst es schon, was ich meine. Ihr Lieben, habt einen schönen Tag. Beantwortet mir bitte die Frage, wie erkennt man oder wie fühlen sich, falls ihr das könnt und jemand sich damit auskennt, was ist mit dem, ja, mit dem verlassenen Narzissten? Was passiert dann? Erkennt er sich selbst als Narzisst? Das war die Frage, die ich mir interessehalber gerne fühlen wollen würde, weil wirklich mein Hirn manchmal dahin denkt, dass genau die wirklichen Narzissten oftmals unter den Videos erkennbar sind und das selber gar nicht von sich merken, ja? Nicht alle, aber ich habe so eine Beispiele einfach gesehen und habe euch auch gesagt, woran ich welche erkannt habe. Da geht es dann einfach nur um diesen Wert, ja? Mein Ego, ja? Was fällt dir ein, dass du mich verlässt? So, stellt für mich kein Narzisst da, der gegangen ist. Das will ich nur noch mal richtig stellen. Ihr Lieben, tschüssi.